Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Legacy of Kain Blood Omen. Wir sind so überpowered, wie es eigentlich nur geht. Und ich glaube, wir sind im Süden von Arbernus oder so ähnlich. Ja, wir sind so überpowered, wie es geht, tatsächlich, weil, ne? Feindspiel, dann gehen wir halt erst zurück. Kennen wir allerdings schon. Dieselbe Katze, die spielt, wenn wir zurück, also zwangsteleportiert werden, in dem Fall ist es ja. Da sind wir wieder. Hallo. Vor der Säule der Dimension legte ich das Auge von Azimuth ab. Die Säule hat die Gabe angenommen. Somit wurde sie wiederhergestellt. Gut gemacht. Du hast Möbius Spielzeug gefunden. Azimuth begnügt sich nicht mit dem Zusammenrufen der höllischen Horde. Sie hat dazu noch das Zeitflussgerät gestohlen, um die Kreaturen anderer Zeitalter auch in ihren Dienst bringen zu können. Kümmere dich um das Gerät, Kain. Es bringt dich zur rechten Zeit an den rechten Ort. Die Legionen der Nemesis fallen vom Norden her ein und machen alles nieder, was sich in ihrem Weg befindet. Vor nicht allzu langer Zeit trug Nemesis noch den Namen Wilhelm der Gerechte. Er war ein fürsorglicher und gerechter Wohltäter. Als aber seine Armee und er selbst immer mächtiger wurden, war ihm ein Reich nicht mehr genug. Dem Tyrannen fielen so viele Städte, so viele Menschen zum Opfer. Willendorf steht bald dasselbe Schicksal bevor. Nemesis muss gestoppt werden, soll nicht alles verloren sein. Wie kann ein Einzelner eine ganze Armee aufhalten? Du musst die Truppen von Willendorf zusammenziehen. Sie sind die letzte Hoffnung für Nosgoth. Hat Kain jetzt gerade wirklich gefragt, wie kann ein Einzelner eine ganze Armee aufhalten? Hallo? Blitzzauber? Oder von mir ist auch dieses Blutding da? Also, die Frage, Willendorf City immer, vor allen Dingen noch immer, ne? Also, die Frage ist schon... Schon ein... kleines bisschen lächerlich. Wie kann ein Einzelner das machen? Naja. Naja, ne? Der Geist Ariels würde mich nach Willendorf führen. Sollte ich das nächste Mitglied des Kreises vernichten, musste ich seine Machenschaften durchschauen. Dies immer im Hinterkopf, machte ich mich auf den Weg nach Willendorf. Wer weckt das? So, hier geht's. Okay, gut, vielleicht sind da Items da links, aber meh. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch mir entgegenzustellen? Oh Mann. Wir sind so gut wie unsterblich und die werfen mir noch kleine Menschies vor. Das ist traurig. Ja, eigentlich nur traurig. Gut, so einer Nerv, weil wir da gucken müssen, dass ich zumindest irgendwas aus der Ferne benutze, aber abgesehen davon, funktioniert das bei denen? Augenscheinlich ja. Wolfsform. Camps? Höhle. Und aus Versehen ein bisschen Magie durch die Gegend geworfen, aber macht ja nichts. Heppa. Heppa. Ja, viel zu nah dran. Okay, da kommen wir noch nicht dran vorbei. Ich sollte vielleicht öfter als Wolf rumrennen. Das würde mir eine Menge ersparen. Willendorf, gut. Willendorf ist zumindest die richtige Richtung. Oh, okay, gut. Kain hat was zu sagen. Seltsam, nicht wahr, Kain? Das Schicksal ist für uns so schwer zu akzeptieren.
für dich und mich in unserem Tod. Den Tod gibt es nur in einer Welt voller Leben. Bald wirst du und nur du alleine deine Aufgabe erfüllen müssen. Ich kann dir nicht mehr länger behilflich sein. Okay. Willendorf, stolzer Verteidiger des Reiches mit seiner Kriegerelite und dem mächtigen Herrscherkönig Ottmar, dem Löwenthron war ich einst ergeben. Die goldenen Zeiten Willendorfs waren vorüber. Dies war die letzte Bastion gegen eine unsichere Zukunft. Ich will nichts sagen, aber ich erkenne da gar nichts. Also zumindest kein Dorf, weil dafür ist es zu dunkel, wie immer. Ich kann euch versprechen, das nächste LP, was ich geplant habe, für diejenigen, die sich über die Dunkelheit beschweren. Ich meine, ich verstehe ja, wo ihr herkommt. Ne? Das ist ja aber auch dunkel. Das nächste LP wird definitiv heller. Holy crap, ey. Das ist aber auch schon wirklich manchmal abartig dunkel. Was haben wir hier drin? Achso, ich habe kein Licht mehr, ne? Gut, jetzt gerade hier drin ist auch wieder hell genug. Ich weiß, das sage ich aber auch nur, damit ich nicht in das Menü muss. Nee, will nicht! Doch, du musst. Komm, ich will aber nicht! Komm, ich will nicht! Komm, ich will kein Licht machen! Komm, ich will Dunkelheit! Komm, ich will vor allen Dingen nicht ständig Ladezeiten haben. Wohlgemerkt, das ist eigentlich der Grund, der ist. Das hilft ja tatsächlich nicht so viel, meine Güte. Ist das ein weiterer Instant-Kill-Zauber oder was ist das da? Ah, ist egal, wir machen's. Ist frei nach dem Motto, jetzt bin ich schon mal hier, ne? Jetzt kann ich auch einen Instant-Kill-Zauber holen. Oder keine Ahnung, was das ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das da an den Wänden Schalter sind. Ich glaube ja. Und wenn ich damit richtig liege, dann brauchen wir wieder. Machen wir mal so lange. Dann brauchen wir ein bisschen Hirnschmalz. Oder um genau zu sein, Gedankenkontrolle. Nehmen wir erstmal den, weil der nervt. Oh mein Gott. Naja, und gebracht hat das jetzt nichts. Das ist nur ein Schalter. Egal. Jetzt ist er tot. Jetzt hätte ich. Boah, ist ja langsam. Ist ja grausam. Ja, ich hätte aber den Typen umbringen müssen. Was ist das? Ach, nein. Toll, jetzt habe ich die Kiste auch noch verdreht. Ich hätte den Schalter drücken sollen, das ist das. Ich weiß, ich klinge so ein bisschen so, als würde ich auf dem Klo sitzen, aber verdammt nochmal, ist das immer. Das ist immer so haarscharf, weil das so langsam läuft. Ich meine, kein läuft schon langsam, es sei denn, wir rennen hier als Dingens rum, als Wolf, ne, aber das da gerade. Auch okay. Hauptsache durch. Machen wir mal Licht. Also was mir an dem LP, beziehungsweise das hat mit dem LP tatsächlich insofern dann wieder nichts zu tun, aber was mir wirklich an dem Spiel nicht gefällt, ist halt dieses ständige Menü auf und ab und das fehlende Licht tatsächlich auch, weil ich meine, das ist kein witziges oder interessantes Gimmick, das ist einfach nur, ja, du siehst halt jetzt nichts, mach Licht. Du siehst
sowieso fast nie was, also mach halt mehr Licht. Also, keine Ahnung. Nur gut, es ist clunky, aber das ist von so einem Spiel zu erwarten, von daher, das ist nicht das Problem. Warum ist das da unten? Warum ist da eine Tür? Warum war da ein Gegner im Innen? Ist doch egal. Heißt das, ich sammle jetzt den Zauber als Gegner ein? Okay, kein Thema. Boing. Mit diesem Zauber kann ich jeder Kreatur die Seele aus dem Körper reißen. So erhalte ich die volle Kontrolle über die leere Fleischeshülle. Also, mit anderen Worten, ich kann es halt bei allen... Ich glaube, das ist aber tatsächlich alles. Im Prinzip ist das also ein Zauber, mit dem ich es halt bei allem machen kann. Ne, diesen normalen Gegnern da, wahrscheinlich den Skeletten auch, weil vorher war es ja jetzt tatsächlich nur bei Menschen. Ne? Also ein simples, aber effektives Upgrade. Er hätte gedacht, dass wir nochmal ein Upgrade kriegen würden. Ich nicht. Achso, da unten ist ein Schalter. Den offensichtlichsten Schalter habe ich nicht gesehen. Na gut. Steht der jetzt nicht wieder auf? Oh Gott. Das Problem, was ich mit sowas habe, ist daran, ist halt nicht spaßig oder herausfordernd. So, hier hast du zigtausend Gegner. Bäh. Ich werde ja nur meine Meinung über Spiele hin und wieder äußern, aber manche Momente da, das ist wirklich ätzend. Hey, mehr MP. Oder Bodenkraft oder Magie oder was auch immer. Frissen, rissen, düssen. Ich frag mich auch, warum das Spiel es hinkriegt, ohne Probleme mir die Kontrolle über das Skelett zu geben. Es geht ja zack und du bist da, ne? Aber zum Zurückgehen dauert das halt sehr lange. Brauche ich das da? Das sind Energiebänke, ne? Die brauchen wir nicht. Also sind so Kleinigkeiten, die mir tatsächlich... Nach 20 Parts Blood Omen geht mir das schon so ein bisschen auf den Senkel. War den Schnürsenkel. Hey, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das sind so kleine Details, wo ich wirklich denke, ja gut, okay, wenn es euch Spaß macht. Zeug. Leb wohl, Skelettjunge. Ich bin dann mal wieder weg hier. Ah, nein. Aber gut, jetzt haben wir also... Jetzt kontrollieren wir keine Gedanken. Wobei auch das war eigentlich ja... Wie sagt man immer so schön? False Advertising, ne? Im Prinzip habe ich dir trotzdem die Seele rausgerissen. So, ups, jetzt bist du tot. Naja. Also, upsi. Und stattdessen kontrollieren wir halt jetzt alle mal ebenso direkt. Naja, so ist das halt, ne? Jetzt brauche ich Blut. Danke. Ich bin ja ein relativ netter Vampir, ne? So richtig viele töte ich ja gar nicht. Sozusagen, ne? Also. Da 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 da. Kommen wir da hin? Da ist eine Höhle. Höhle ist gut. Komm ich. Achso. Echt jetzt? Komplett außen rum? Da drüben ist auch eine Höhle. So, nee. Schlürf, schlürf, schlürf.
Das mächtige... Ah, Moment. Er wollte tatsächlich was über Willendorf diesmal erzählen. Das mächtige Willendorf hatte den Leib der Erde aufgeschlitzt und wertvolle Metalle und alte Geheimnisse gefunden. Eines dieser alten Geheimnisse besagte, dass in einem Grab ein Vorfahre von König Ottmar begraben sei. In diesem Grab würde ich eine Blutquelle finden, mit deren Hilfe ich einen äußerst mächtigen Verkleidungszauber als Adliger sprechen könnte. Damit wäre mir der Zugang in die Stadt des mächtigen Löwen sicher. Okay. Also brauchen wir noch ein Transformations-Upgrade, natürlich. Warum? Ist das eine Höhle gewesen da unten? Du bist eine Höhle. Das ist nur Zeug, nehme ich an. Blut von Zeitaltern ist so süß. Trinke aus uns. Deine Stärke ist durch unser Blut gewachsen. Nice. Also, das letzte Stärke-Upgrade, mit dem wir die größten... Die größten Steine durch die Gegend schieben könnten, die es gibt im Spiel. Dann haben wir das schon mal fertig. Ich wusste, dass da noch einer ist. Nein, nicht wirklich. Aber jetzt ist er tot. Das ist die Hauptsache da dran. Übrigens immer, also falls man es hört, aber immer wenn man so ein Klacken hört, das sind Geheimnisse dann interessanterweise. Irgendwas? Ja, Tatsache. Das habe ich auf der Karte gar nicht gesehen, aber wow. Okay. Okay. Das ist wieder eine Mondhöhle, da komme ich sowieso nicht vernünftig dran. Und das da ist, glaube ich, das Wicht... Oder das da? Ja, keine Ahnung. Ach nö, jetzt ist da wieder so ein ich werfe Krähen nach dir. Ding. Weg. Natürlich ist hier ein Baum. Natürlich ist da wieder ein Baum. Man sollte meinen, wenigstens mein Soul Reaver könnte den Baum abschneiden oder so, oder mein Flammenschwert, das ist ein Baum. Ich meine, hallo? Baum, Feuer, ne? Die Mathematik ergibt sich von alleine. Aber nein. Äxte. Äxte sind der einzige way to go. The way of living besteht aus Doppeläxten. Naja, als ich mal irgendwann damals Final Fantasy XIV gespielt habe, ja, ich habe das auch mal gespielt, da hatte ich als Marodeur angefangen, tatsächlich. Das Blut von das war Äxte. Altern ist so süß. Also um genau zu sein, Axt. Trinke aber, ne? Aus uns. Deine magische Energie wird durch unser Blut schneller wiederhergestellt. Wisst ihr, was das noch schneller wiederherstellt, ihr komischen Viecher? Ein Cheat. Andersweltliche Magie, wenn man so möchte. Aber ja. Hallo? Naja, anyway. Au. Also ich glaube davon auch. Es sah zumindest aus wie ein Ouchie. Ich sag mal, wir haben ein Ouchie bekommen. Wenn nicht, dann halt nicht. Ding, und ich bin drin hier. Da. Pippi Langstrumpf würde sich freuen. So. Wenn ich jetzt eh schon wieder im Menü drin bin, weil wir wieder die Waffe wechseln müssen, ich könnte doch einfach den Soul Reaver mal nutzen, aber dann kann ich wieder keine Magie benutzen. Das ist auch wieder doof. Oh, ist das anstrengend. Nehmen wir das hier, packen das da rein. Weil jetzt haben wir ja gerade in der Mitte diesen. Du kannst alles beherrschen. Heißt das, ich kann auch eine Vogelscheuche werden?
Fragen über Fragen. Was auch immer. Oh, drei Herzen haben wir halt. Nice. Ah, man muss es halt mal so sehen, ne? Also ich könnte ja komplett überdrehen mit Fähigkeiten und so. Ich bin ja so nett, in Anführungszeichen, dass ich nicht ständig komplett meine Magie einfach auffülle, zum Beispiel, ne? Oder ständig einfach die HP auffülle, was ich auch machen könnte. Und wir kommen ja trotzdem super gut durchs Spiel, eigentlich. Ich glaube, dass die größte Schwierigkeit war ja bisher tatsächlich unser Freund Malek. Oder um genau zu sein, der Dungeon von Malek. Das war ja... Na, aber abgesehen davon haben wir ja hier eigentlich überhaupt kein Problem mit dem, was wir hier machen. Upp. Hallo, spring. Spring, ja. Wunderbar. Diese Form, diese Anmut. Also eigentlich müssen wir hier nicht mehr sein, das sage ich auch direkt, weil die Mondhöhle, die hier ist, die ist wohl eine Schmiede, die ist uns also eigentlich relativ egal. Also von hier aus können wir direkt woanders hin. Und zwar, naja, Willendorf halt. Dafür kann ich ganz einfach eben das da machen und dann wubbidi-dubbidi. Yeah. So. Da. Irgendwann noch was Neues? Ich glaube irgendwie ja nicht. So, bin ich jetzt da? Hallo? Anscheinend konnten nur Adlige die prächtigen Tore des Schlosses von Willendorf durchschreiten. Doch mein Verkleidungszauber war nicht stark genug, diese Soldaten der Hoffnung zu täuschen. Ich benötigte eine wirkungsvollere Verkleidung, um sie zu überlisten. Aber so natürlich funktioniert das nicht. Immerhin, Weißt du, in jedem anderen Spiel konnte ich wahrscheinlich einfach durch irgendeinen Abwasserkanal so laufen, aber naja, egal. Macht ja nichts. Sozusagen. Kommen wir hier hin? Das ist Stadt. Vielleicht in das Häuschen? Naja, einfach mal gucken. Das heißt, nicht sogar zu. Komm ich trotzdem rein? Nein. Hat der gerade geblockt? Oder sah das nur so aus? Okay, nervt. Wenn ihr nerven wollt, fein. So. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich rein, ja. Das macht Sinn. Ihr könnt mich doch eh kaum sehen. Und touchen könnt ihr mich schon gar nicht. Can touch the stand in your...
Ich bin ein Kain. Ha. Ne? Hallo? Ich freue mich auch, eure Bekanntschaft gemacht zu haben. Oh Mann. Unhöflich, sage ich euch, unhöflich. Ist das nicht Totengräber wieder? Ach, sind wir hier in einer Höhle oder? In einer Mine, meine ich. Ich meine Höhle, ja, Derp. Aber soll das eine Mine darstellen und deswegen haben die Schaufeln und deswegen sind es keine Totengräber, obwohl es Totengräber sind? Die halt jetzt nun mal wirklich keinen Schaden hinterlassen können, weil ich bin ein Kain und die nicht. Das Blut von Zeitaltern ist so süß. Trinke aus uns. Das ist jetzt ein besserer Zauber, nehme ich mal an. Im Gegensatz zur Verkleidung kann ich durch diesen Zauber vorübergehend die Form eines Sterblichen annehmen und mich so unerkannt unter den Menschen bewegen. Durch diesen Spruch erhält man den Anschein eines Adligen. Einige vertrauen sich eher einem Angehörigen höheren Standes an. Ja, das macht Sinn. Das heißt, wir machen jetzt den da? Und jetzt habe ich einfach so ein Wubbelding über den Kopf. Na, super. Minenkarren, Minenkarren. Wir karren den weg, den Minenkarren. Ich meine, das heißt wahrscheinlich auch, ich kann angreifen und so, ne? Ja, das macht Sinn. Insofern stimme ich damit drüber ein, dass das eine gute Sache ist. Schönen guten Tag, der Herr. An mir ist nichts merkwürdig. An Ihnen stimmt allerdings irgendwas nicht. Was macht der da? Gut, an das Item komme ich jetzt so nicht mehr, aber ist auch egal. Was zum Henkai? Ja, ich werde eingeschwert. Interessiert die nicht. Der hält aber auch ganz schön lange. Ist das. Ja, ist magieabhängig, okay. Macht. Also, dass ich den Karren so schieben konnte, macht eigentlich keinen Sinn. Dafür sind die nicht da. Also, ich meine, gut, Kain ist so mächtig, der kann den einfach schieben, wie er will, aber. Also, so ein Karren von den Schienen irgendwo hindrücken, macht eigentlich gar keinen Sinn. Das ist natürlich auch dann. Ja. Wow. Unglaubliches Gameplay. Riveting oder so, ne, keine Ahnung. Alter. Alter! So viele Höhlen! Ich habe versucht, mit dem zu reden. Naja, vielleicht haben die auch nichts zu sagen, weil es Gegner sind und keine Bürger oder so. Das hätte ja sagen können, hallo, anderer Bürger, wie geht es Ihnen zu diesem Zeitpunkt oder so. Ach, das ist so ein Maskending tatsächlich auch. Wenn ich wieder 3 drücke, hört's auf. Okay. Anyway, dabei belasse ich es dann für heute. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir sehen uns wieder. Tatsächlich, wenn wir ins Schloss eindringen. Weil niemand mag Schlösser, ne? Dafür sind sie ja da, um aufgeschlossert zu werden von mir. Beziehungsweise um minimal zu nerven, weil wir dementsprechend da jetzt einfach hingehen können. Und dann passt das wieder. Ist ja das Witzige daran, ne? Man kommt da hin und dann heißt es, ja, und jetzt gehen wir wieder woanders hin. Anyway, das war's auch schon für heute von Kain und seinen Abenteuern. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei meinen Patreons, dass sie mich unterstützen. Ich bedanke mich bei euch, weil ihr natürlich kommentiert und subscribet und alles Mögliche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weitermachen mit seiner Rache.